Hallo und ganz herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um Givaudan. Das ist der weltweit größte Hersteller von Aromen und Duftstoffen. Und zu diesem Thema aus der Schweiz zugeschaltet begrüße ich jetzt Vivien Spanberg von Vontobel. Ja, schönen guten Tag, Frau Spanberg. Also unser Thema Givaudan, die haben ja erst vor kurzem Umsatzzahlen fürs dritte Quartal vorgelegt. Das Wachstum, das hat sich im Vergleich zum Vorquartal abgeschwächt. Wie bewerten Sie denn die Bilanz? In den ersten 9 Monaten des Jahres konnte Givaudan einen Umsatz von 5,46 Milliarden Schweizer Franken verzeichnen. Das ist ein Zuwachs von 6,1% gewesen. Auch beide Sparten von Ihnen, Riechstoff und Schönheit, waren hier Verkäufe 2,49 Milliarden, 5,8% mehr. Geschmack und Wohlbefinden waren die Verkäufe 2,97 Milliarden, 6,4% mehr. Sie sind zwar positiv hier gewachsen, aber sie sind nicht mehr so gut gewachsen wie ihre Vorjahresquartale. Und das konnte man vor allem rückblickend sehen, dass zum Beispiel das einzige Region, die nicht so gut gewachsen ist, ist zum Beispiel Nordamerika gewesen. Da ist der Verkauf zurückgegangen, 2,8%. Durchweg muss man aber sagen, dass die eigentlich in allen Regionen sonst und auch vor allem in allen Sparten relativ gut performt haben. Gerade im Geschäftsbereich Luxusparfümerie konnten sie relativ gut zulegen. 14,8% mehr Umsatz konnten sie hier fahren. Riechstoff, Ingredients und Active Beauty, auch die Verkäufe hochgefahren, 10,2% mehr. Und nach Segmenten betrugen sowohl die Getränke, Milchprodukte, Snacks, kulinarische Aromen und Süßwaren hier zu eigentlich wirklich guten Umsatzzahlen bei. Sie sind nur nicht so gut gewesen wie eben das Quartal davor. Das dritte Quartal konnten sie beispielsweise einen Zuwachs von 5,8% dann melden. Und obwohl eigentlich die aktuelle oder allgemeine Stimmung nicht so rosig war, konnten sie doch hier schon positive Zahlen bringen. Und das Geschäft mit Aroma und Riechstoffen gilt auch grundsätzlich eigentlich als relativ krisensicher, weil die Kunden von Givaudan eben eigentlich eher in der defensiveren Branche unterwegs sind, wie beispielsweise Nahrungsmittelhersteller, Reinigungsmittelhersteller, aber auch Kosmetikhersteller. Deshalb sind sie eigentlich nicht so von abhängig von der aktuellen Lage, aber wenn sich die Konsumentenstimmung hier weiter eintrüben wird, dann wird das irgendwann auch auf Givaudan zurückfallen. Sie haben zwar gute Zahlen geliefert, aber einige Analysten bemerken hier, dass sie nicht mehr ganz so gut gewachsen sind wie das Quartal davor. Ja, ich nehme mal an, das Thema Inflation geht eben auch an Givaudan nicht spurlos vorbei. Kosten steigen, der Konzern reagiert mit Preiserhöhungen. Inwiefern oder wie weit ist denn Inflation ein großes Problem für Givaudan? Inflation ist, wie Sie schon sagten, eigentlich für jedes Unternehmen eine, sage ich mal, nicht so gute Sache, weil am Ende des Tages müssen Sie natürlich Ihre Produktionskosten, wenn diese steigen, irgendwie ausgleichen. Wenn man Preissetzungsmacht hat, wie Givaudan das auch hat, können Sie das natürlich mit Absprache mit Ihren Kunden weitergeben, also Preiserhöhung hier durchsetzen. Da Givaudan doch schon relativ maßgeschneiderte Lösung hat für seine Kunden, dauert das aber etwas. Man kann nicht von heute auf morgen einfach sagen, okay, der eine Stoff ist mehr geworden und du musst jetzt 100% mehr bezahlen, sondern diese Inputkosteninflation wird wahrscheinlich sich noch hier bis Mitte nächsten Jahres ziehen. Das hat man im Halbjahresbericht von Givaudan auch gesehen. Hier ist die EBITDA-Marge von 24 auf 22,5 gefallen und somit mussten sie dann doch schon hier einen kleinen Abschlag eben in ihrer Marge hinnehmen. Aber jetzt im aktuellen Semester wird davon ausgegangen, dass die eben schon einige Preiserhöhungen durchsetzen konnten und somit ein bisschen Druck von ihrer Marge nehmen konnten. Am Ende des Tages werden sie auch alle ihre Preiserhöhungen in den Inputkosten, die geschätzt werden auf ungefähr 9% höhere Kosten für eben die Rohmaterialien, werden sie auch 1:1 weitergeben können. Dies braucht aber eben etwas Zeit, um das am Ende des Tages machen zu können. Aber das meiste davon können Sie bei Großkunden relativ gut machen. Jetzt haben Sie aber zum Beispiel auch ein neues Feld mit relativ jungen Unternehmen hier an Land ziehen können, wo zum Beispiel junge Unternehmen aus den USA, Kosmetikfirmen, die auf natürliche Produkte spezialisiert werden, die sind gekommen. Diese haben natürlich jetzt das Problem, die können ihre Kosten nicht 1:1 einfach weitergeben, sondern die senken eher ihre Preise. Und hier hat Givaudan dann nicht mehr so die Preissetzungsmacht und müsste dann vielleicht hier noch schauen, ob das eine oder andere Unternehmen vielleicht
gerettet werden soll, indem sie einfach die Preise gleich lassen. Das sind natürlich nicht die großen Kunden von Girondins, aber natürlich eigentlich ein attraktiver Markt, in den sie eigentlich auch weiter investieren wollen. Aber unterm Strich gesehen hat die Inflation natürlich auch irgendwann hier Girondins getroffen. Hier bei Preissetzungsmacht haben sie ja, am Ende des Tages geht es aber erstmal auf die Marge. Jetzt sieht Girondins ja in der Ernährungsindustrie vielversprechende Wachstumsmöglichkeiten. Der Konzern hat auch Kooperationen abgeschlossen und beschäftigt sich intensiv, wie es heißt, mit modernen Ernährungstrends. Welche Chancen könnten sich denn hier Ihrer Meinung nach für Girondins ergeben? Herr Girondins sieht als interessantes Anwendungsgebiet für Lebensmittelinhaltsstoffe hier vor allem die pflanzenbasierten Proteine. Und um hier die Entwicklung auch weiter voranzutreiben, haben sie vor allem große Kooperationsnetzwerke geschlossen. Ein wichtiger Bestandteil davon ist wahrscheinlich der Protein Hub im Zürich Innovation Center. Aber sie haben auch Co-Creation Hubs in Singapur, Brasilien und Kalifornien hier aus dem Boden gestampft. In Brasilien beispielsweise mit Cargill und Büder zusammen. Hier wollen sie vor allem die Lebensmittelforschung weiter vorantreiben. Und das soll eine wichtige Anlaufstelle in Lateinamerika zur Entwicklung nachhaltiger Lebensmittel und Getränke werden. Hier sollen dann Start-ups, Unternehmen, Forschungseinrichtungen zusammenkommen, um eben in diesem Bereich weiter forschen zu können und dann eben auch das Wissen hier zu teilen, um eben diesen Markt weiter voranzubringen. Aroma und Riechstoffe ist für die Großen eigentlich nicht mehr genug. Der Größte ist eben Girondins. Und deshalb suchen sie so thematisch ähnliche Gebiete. Und hier ist vor allem das Hauptaugenmerk eben auf dass die Lebensmittelinhaltsstoffe, Nährungsergänzung und funktionale Zusätze. Und hier will vor allem auch Girondins natürlich in den Markt mit eintreten. Gerade dieser Markt von spezialisierten Lebensmittelinhaltsstoffen wird geschätzt auf 14 Milliarden Schweizer Franken in 2020, ungefähr die Hälfte des Aroma- und Riechstoffmarktes. Und hier vor allem drei Augenmärkte gibt es. Das ist die Wahrnehmung, also wie die Ersatzprodukte aussehen und wie sie vor allem natürliche Farbe und Ähnliches hervorheben können. Dann die Verbesserung des Nährstoffprofils, also natürliche Vitamine und Mineralien, die beispielsweise dann Zucker oder Salze und Fette ersetzen können und dann einfach das grundsätzliche natürliche Pflanzenextrakte hier für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Und in diesen Markt will Givondor, weil es thematisch halt sehr nah an ihrem Markt, auch die sie aktuell schon beliefern und Marktführer sind, wollen sie natürlich auch weiter einsteigen, um vor allem auch ihre Wachstumsziele für die nächsten 5 Jahre hier einhalten zu können. Apropos Wachstumsziele, man hält ja an den mittelfristigen Zielen bis 2025 fest. Der Vorstand sagt, man peilt ein organisches Wachstum von 4-5% pro Jahr an. Wie sehen Sie denn die Perspektiven von Girondins? Also gemäß einer Studie beispielsweise, wenn man sich jetzt mal den Markt anschaut, wo Girondins mit seinen Ingredients auch hin will, das ist nämlich der Markt für Ersatzprodukte von Fleisch- und Milchprodukten, soll von 2022 bis 2030 um 105 Milliarden auf 136 Milliarden anwachsen. Das wäre ein jährliches Wachstum von 20%. Und ein Stück davon möchte Girondins auch abhaben. Sie sagen nämlich, dass der Geschmack das ist, was am Ende des Tages das Ersatzprodukt verkauft. Und an diesem Geschmack, wie vorhin schon gesagt, wollen sie natürlich auch teilhaben oder sie wollen vor allem auch forschen und entwickeln, um eben den Geschmack so weit echt gestalten zu können, dass diese Produkte eben auch gerne gekauft werden. Und sie wollen forschen, damit Ersatzprodukte eben ohne Abstriche beim Geschmack gesünder und umweltfreundlicher sich Konsumenten am Ende des Tages ernähren können. Dabei setzen sie beispielsweise auf pflanzliche Alternativen wie Getreide, Hülsenfrüchte, Pilze und Algen, aber auch aus Stammzellen gezüchtetes Laborfleisch wird bei Givaudan mehr und mehr zum Thema. Das war eigentlich nie wirklich ein Thema, weil es sehr teuer war. Jetzt sind aber die Kosten für eben dieses Laborfleisch von 35 auf 15 Euro pro Kilo gesunken Anfang 2021. Und da ist dann nur noch eine Frage der Zeit, wann die Marktfähigkeit für dieses Produkt dann kommt. Ob das dann wirklich gekauft wird, ist am Ende des Tages dann wahrscheinlich nicht Givaudans Frage, sondern es gibt das oder man könnte es produzieren. Ob dann der Konsument da wirklich eingeht, ist dann die andere Frage. Aber als globaler Marktführer vereinnahmt Givaudans beispielsweise ein Viertel des Marktes für Riech- und Aromastoffe. Und durch die Kooperation und auch die Innovation Labs wollen sie eben ihre Marktfähigkeit
Führerschaft auch gerade eben im Bereich der Ersatzprodukte hier ausweiten, um am Ende des Tages dann auch wirklich auf ihre 4 bis 5% Wachstum zu kommen. Dann blicken wir zuletzt nochmal auf die Aktie von Givaudan. Die hat natürlich auch federn lassen müssen, wie viele andere Werte in den letzten Monaten auch. Wie schätzt denn der Markt die Lage ein? Was sagen die Analysten? Ja, auch Givaudan hat hier ein paar federn lassen müssen. Im letzten Jahr ist die Bewertung der Papiere von Givaudan gemessen am vorausschauenden KGV für die kommenden 12 Monate hier bis auf 45 hochgeschossen für ein Unternehmen, das bis 2025 jährlich 4 bis 5% wachsen will, ist das doch schon ein bisschen sehr hoch, auch wenn sie eine EBIT-Marge von ungefähr 20% haben. Analysten der Aktie sind sich auch hier ein bisschen uneinig. Das 12-Monats-Durchschnittskurs hier bei Bloomberg liegt bei 3.316 Schweizer Franken. Das sind aktuell ungefähr 13% Aufwärtspotenzial. Aber das Rating ist auch nicht so wirklich auf einem Konsens. Sie hat ein 46% Buy-Rating, 27% Hold-Rating und 27% Sell-Rating auf der Givaudan-Aktie. Hier werden wahrscheinlich die meisten Analysten und auch Marktteilnehmer erstmal abwarten, was die nächsten Quartale von Givaudan hier bringen. Gerade weil sie jetzt zwar gewachsen sind, aber nicht mehr so stark wie im Vorquartal. Und vielleicht, wenn die Konsumentenstimmung sich hier noch weiter eintrübt, dann auch irgendwann die Inflation bei Givaudan sehr stark zu spüren sein kann. Frau Spanberg, dann vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ja, und danke für euer und Ihr Interesse. Das war die aktuelle Ausgabe von Börsenplatz Zürich, heute eben mit dem Blick auf Givaudan. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.